Buenos dias, buenas, buenas. Boah, es ist im Moment echt nicht mehr funny, was meine Stimmungsschwankungen angeht. Heute ist Mittwoch. Ich habe diese Woche nur Donnerstag Uni, weil Montag war Brückentag, Dienstag war Feiertag. Heute habe ich nur Spanisch, also 17:30 bis 19:30. Donnerstag habe ich allgemein Uni, also ja, und freitags halt nicht. Das heißt, sehr entspannt, und ich weiß nicht, ob du irgendwie mein so ein bisschen weißt, was abgeht, aber ich bin halt hier jetzt in Valencia in Spanien, mache meinen Erasmus und musste aber noch für eine Klausur in Deutschland lernen, musste dann noch nach Deutschland fliegen und war danach krank, und jetzt bin ich seit einer Woche erst so fully recovered und habe dementsprechend jetzt die letzten Tage so ausgenutzt, einfach unterwegs zu sein. Ich war Freitag feiern, ich war Montag feiern, ja, gestern auch den ganzen Tag unterwegs, und merke, das hat einfach richtig heftig so an meinen Stimmungsschwankungen, wie wichtig es für mich persönlich doch einfach ist, eine Routine zu haben. Und Routine heißt halt auch einfach, die Sachen automatisch zu machen. Also ich bin inzwischen an dem Punkt, wo ich mir nicht viel Gedanken um meine Ernährung machen muss. Und das einfach automatisch kommt. Und da wollte ich jetzt in diesem Video einfach so ein bisschen drüber reden. Weil besonders, wenn man viel um die Ohren hat, ist es nicht ganz einfach, sich zusätzlich noch Gedanken um die Ernährung zu machen. Vorab möchte ich hier aber kurz klären, dass, wenn ich sage, dass ich mir keine großen Gedanken um meine Ernährung machen muss, meine ich damit eher den Akt darum, das Essen zu machen, als das Essen an sich selber. Was ich damit meine, ist, dass es für mich normal ist, ein Auge darauf zu haben, was ich an Lebensmitteln eigentlich noch da habe, dass ich routinemäßig einkaufen gehe, es mir wirklich leicht fällt, einfach bunte Gerichte zusammenzuschmeißen, und ich keine Probleme damit habe, darauf achten zu müssen, dass ich wirklich eine ausgewogene Ernährung habe. Weniger damit gemeint ist, dass ich mir nicht überhaupt keine Gedanken mache, was ich zu mir nehme. Wie du vielleicht schon weißt aus einigen Videos von mir, hatte ich vor einiger Zeit einfach keine gute Beziehung zu Essen und bin tatsächlich immer noch dabei, an dieser zu arbeiten. Ich bin in keinster Weise mehr so doll betroffen wie damals und gehe eher durch so Phasen, wo es mir mal einfacher fällt, auf meinen Hunger zu hören, und andere Zeiten, in denen meine Gedanken nur rund ums Essen spielen, auch wenn ich eine Essroutine habe. Hier in meinem Auslandssemester und damit das Kennenlernen von so vielen neuen Leuten und Sitten ist mir nochmal bewusster geworden, dass ja wirklich die Mehrheit einfach denkt, dass eine ausgewogene Ernährung kompliziert und zeitaufwendig ist. Ja, sie ist dementsprechend komplizierter und zeitaufwendiger, als sich Fertigprodukte reinzuziehen oder sich schnell mal was to go zu holen. Aber ganz ehrlich, sollte dir deine Gesundheit nicht eigentlich so wichtig sein, sich diese Zeit zu nehmen? Hier in einer neuen Umgebung und mit einem anderen Tagesrhythmus ist mir aufgefallen, wie sehr ich eigentlich in einer Routine mit meinem Essen bin. Routine heißt einfach, auf Autopilot zu stellen, nicht hinterfragen, warum man das eigentlich gerade macht, und es zu missen, wenn man mal nicht mehr ganz so drin ist. Auch in einer Phase, in der ich wieder nicht ganz so sorgenlos mit Essen umgehe, fällt es mir durch meine Angewohnheiten echt einiges leichter, trotzdem meinen Nährstoffhaushalt täglich zu decken und mich gut zu fühlen. Wie geht man das Ganze jetzt am besten an? Du musst dir erstmal im Klaren sein, dass du wirklich etwas ändern möchtest. Von nichts kommt nichts, aber lass mich dir sagen, dass es sowas von wert ist. Pickle Juice. Es heißt, dass Sachen, die über kurze Zeit leicht fallen, das Leben schwerer machen, und Sachen, die über kurze Zeit schwer fallen, das Leben leichter machen. In allen möglichen Lebensaspekten.
Es hat bei mir persönlich extrem lange gedauert, to be honest, bis ich so konsistent mit all meinen Angewohnheiten geworden bin. Aber mein Leben ist dadurch umso leichter geworden und ich rate dir direkt davon ab, auf der Suche nach irgendwelchen kurzfristigen, schnellen Lösungen zu sein. Setz dich in Ruhe hin und kläre diese Fragen. Warum möchte ich mich bewusster ernähren bzw. was ändern? Und wieso habe ich es bisher eigentlich noch nicht getan und was hindert mich daran? Season. And make it a bunch. Amazing. And then just bring that down. Du möchtest keine restriktive Ernährung haben und doch zielführend. Ganz vorne ab, was du klären solltest, um es nicht komplizierter zu machen, als es schon ist. Brainstorme doch einfach mal, was dich gut fühlen lässt. Warme oder kalte Mahlzeiten, 2 oder 3 oder doch 4 Mahlzeiten über den Tag verteilt. Schau dir deinen ungefähren Tagesrhythmus für jeden Tag in der Woche an und fange dir einen Plan zu machen. Ohne Plan kommst du wirklich nicht weit. Ich zum Beispiel weiß, dass ich 3 Mahlzeiten brauche und am besten davon mindestens eine warme. Ich kann keinen Tag ohne Obst und Gemüse, brauche dadurch, dass ich so aktiv bin, proteinbetonte Mahlzeiten und weiß, dass ich ohne Schokolade und Erdnussbutter nicht kann. Das, was mir das Leben so viel einfacher macht und mir sozusagen zulässt, eine Routine im Essen zu haben, sind erstens größere Portionen kochen, zweitens sich an die Basics halten und nichts zu überkomplizieren und drittens gefrorenes Gemüse bzw. Obst. Die Woche hat 7 Tage. Wenn du an 2 Tagen dir jeweils Essen für 3 bis 4 Portionen kochst, hast du damit schon mal die warme Portion abgedeckt und für die anderen Mahlzeiten suchst du dir jeweils einfach 2 bis 3 Gerichte, die rotiert werden. Um nicht gelangweilt von meinem Essen zu werden, koche ich meine Mahlzeiten so, dass ich sie unterschiedlich kombinieren kann. Zum Beispiel Gemüsepfanne mit Quinoa jeweils separat zubereitet, esse ich an einem Tag zusammen zum Abendbrot. Am anderen Tag dient die Gemüsepfanne dann als Grundlage eines Wraps und der Quinoa für einen Salat zum Mitnehmen. Am darauffolgenden Tag esse ich dann die Gemüsepfanne und den Quinoa statt wie am ersten Tag zum Abendbrot. Einfach zum Mittagessen und habe somit mit einmal Kochen eigentlich gleich 3 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Nennt man das? Ich glaube schon. Bei meiner Mahlzeiten am Tag ändern sich kaum, außer dass ich das Gemüse, Obst bzw. Nüsse, Samen, Kerne mal durchwechsle. Ich rotiere zwischen Porridge, Yogurt Bowl, Tacos, einem ganz einfachen Sandwich und Quinoa-Salat. Alles Sachen, wo ich weiß, dass sie mich sättigen, Energie geben und mir einfach nicht langweilig von werden, weil es so viele verschiedene Varianten von denen gibt. Allein wenn du nicht groß kochen möchtest, kannst du dir einfach immer eine Protein- und eine Kohlenhydratenquelle vorbereiten, wie zum Beispiel einmal Reis kochen und einmal einen marinierten Tofu haben, die du dir dann zu den Mahlzeiten einfach mit wechselndem gefrorenem Gemüse, Babyspinat oder Rucola oder was anderem Grün und Nüssen, Samen, Kerne, also deiner Fettquelle dann dementsprechend oder Leinöl oder Avocado oder Hüttenkäse oder Feta dann einfach zusammen in der Bowl schmeißen kannst und innerhalb kürzester Zeit ein richtig schön ausgewogenes Gericht hast. Fange an, dir zu notieren, auf was du Lust hast, sobald dir etwas in den Sinn kommt, damit du im Supermarkt vorbereitet bist. Hole dir Inspiration und hab keine Angst, neue Dinge auszuprobieren. Ich konnte wirklich hier stundenlang über dieses Thema reden und hoffe, dass ich dir mit diesem Video einen Anstoß geben konnte, vielleicht ein bisschen mehr Struktur in deine Essgewohnheiten bringen zu wollen. Lass es mich auf jeden Fall wissen, ob du mehr über meine Ernährung und Angewohnheiten hören möchtest. Und dann würde ich mal sagen, guten Appetit und bis denne. Ciao, ciao.